Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Divinity Original Sin mit Chojin und Gatewaymon. Zurück in der Hölle. Ja, genau. Hallo. Machen wir sie fertig. Ja, jetzt wollen wir erst... Was ist denn überhaupt das da oben? Verspiegel? Spiegel? Der grün leuchtet. Ich weiß nicht, was du meinst. Eher nordwestlich. Ich komm einfach mal mit. Bei dem Zelt. Ah, hat mir nicht hier das Problem. Ach so, halt. Das haben wir nicht. Ah ja, da hinten war ja so ein Bittsteller der Lehre. Da ist jemand, ein makelloser Bezauberer. Und ich sehe so eine Art Minotaurus oder sowas. So, ich speichere mal, ne? Okay. Nur aus Vorsicht. Und dann lasse ich meinen Zauberer hier und wir gehen nach vorne. Ich gehe nach vorne. Vielleicht sprechen sie ja mal wieder mit mir und kann ein... Nee, diesmal noch nicht mal noch nicht mal mit mir sprechen. Ich bin jetzt übrigens im Kampf, ne? Oh, falls dich, schnell. Falls dich interessiert. Ich komme! Oh, ich bin weit weg. Macht nicht. Ich bin sau weit weg. Schande. Okay, den Priester müssen wir ausschalten, der tut die wiederbeleben. Bezauberer ist auch ein Problem. Ich glaube, Bezauberer... Ah, makelloser Meisterschütze, du erinnerst dich, 700 Schaden oder sowas, ne? Das war übel. Wie bitte? War der nicht so stark, der makellose Meisterschütze? Der hat doch so üble Attacken gemacht gehabt. Echt? Da sind wir doch beide direkt drauf gegangen. Hier oben? Waren wir da noch nie? Nee, der ach so, war das ein Stück weiter ein der Kampf davor, aber der war halt sehr stark. Das stimmt, der Makellose, der ist wirklich stark. Ich schau mal. Kannst du noch was machen? Ja, ich würde gern noch was machen, aber ich habe das nicht mehr in meine Schnellleiste drin. Hier. So, jetzt. Oh, jetzt geht's los. Oh, da war doch nicht so Brille. Also, du hast 126 Rüstungsschutz. Ich wollte gerade sagen, nicht, wie hast du das gemacht? Nicht so. Das war trotzdem noch viel Schaden. Also, jetzt verlangsamt. Ja, du hast wahrscheinlich alles auf dich. Toll, die haben die zwei von diesen Schützen. Ja, wir haben zwei Meisterschützen. Toll. Ah, jetzt macht er so unsichtbar. Wenn du kannst, Pfeffer, da hinten mal Feuer hin, damit die alle brennen. Ja, das wäre nicht schlimm. Ich stehe wenn blöd. Ich stehe dort echt blöd. Na, ich erst. Ich bin hier hinten am Arsch der Welt. Was macht denn der für ein Spektakel hier? Ich wollte dich verzaubern. Zuck, und weg ist er. die sind nicht übel. Da hinten in der Ecke war auch noch einer, der sich unsichtbar gemacht hat, okay. Ich stehe voll im Rauch, oder was ist das? Gut. Immun gegen Schmeicheln, das ist nett. Gegen Verzauberung. Okay, also ich habe auch versucht, die zu verzaubern. Das hat irgendwie nicht geklappt, das letzte Mal. Du erinnerst dich, ich habe bei dem Kampf hier unten dreimal Verzauberungsfall gemacht und nie hat es geklappt. Deswegen kann ich mich noch entsinnen. Deswegen ist mir das jetzt egal und ich greife an eher. So schön wie der ist, na, der gibt uns natürlich ein bisschen einen Vorteil. Schon lange kein Update mehr gewesen bei dem Spiel. Also du bist da oben jetzt zugange, also ich muss ja hier unten den J-Han auch beschützen, deswegen gehe ich einfach auf den hier unten drauf. Ja, schön wäre schon, wenn der weg wäre, aber... So, ich würde erstmal. Erstmal das.
Ja, Slazette. Und dann das. Da wollen wir schauen, was sie können. Ja, ich bin ein bisschen ein Schisser. Wenn du kannst, würde ich gegen den makellosen Bezauberer vorgehen. Ich kann gar nichts. Okay. Weil die haben mich ja vergrubbelt, oder was? Was ist das? Nee, verlangsamt. Stimmt. Aber es ist weg. Oh ja. Und, ja. Boah, du heilst 325 Lebenspunkte pro Runde. Nee. Das war nur jetzt die. Okay. Nee. Das wäre schön. Weil ich das gerade sehe, so. Ja, das war vom letzten. Ist blöd gemacht eigentlich. Okay, der Bogenschütze ist beschleunigt. Das wird ein Problem. Die Frage ist... Ich gleich sie wahrscheinlich zu. Ah, die totale Immunität gegen Feuer sehr wahrscheinlich, ne? Mhm. Ist genau das falsche Vieh beschworen. Ja. Naja, warte erstmal. Wir haben ihn immerhin da und da können sie sich drauf abarbeiten. Mhm, genau, sie können auf ihn draufhauen. Das ist schon mal was. Das stimmt. Und Feuer auf Feuer? Weiß ja nicht, was die mit Feuer da hantieren. Vielleicht heilen sie, ne? Mhm. Ja. Okay. Ich würde den da gerne umwerfen. Hier mit so einem Niederschlagsfall. Ups. Sehr gut. Und ich glaube, ich versuche doch mal eine Verzauberung. Was, die waren immun gegen Feuerverbrennung? Ich glaube schon. Hey, ich habe ihn verzaubert. Geil. Okay. Sonst hätte ich nämlich jetzt mal so an Flammen, ne, auf die alle gemacht. Und ja, auch auf meinen. Ja, auf die oberen kannst du das machen. Das kannst du machen. Ich weiß nee, es ja, nicht. Da komme also, ich nicht hin. Auf die oberen. Ich weiß nicht, ob sie immun waren. Auf jeden Fall haben sie widerstanden. Also, du hast jetzt mitbekommen, ne, dass der eine marklose Attentäter über dein Feuerwesen für uns kämpft. Ne? Ja, das habe ich okay. Nicht, dass du da gleich drauf haust, deswegen. Nee. Aber ich habe noch was anderes. Vielleicht hilft dir das. Buff auf mich? Das hilft mir immer. Achso, ja, das habe ich auch noch. Oder was meinst du? Oh, hier, Gift. Ja, sehr gut. Liegt auf dem Boden und ist vergiftet. Das ist immer super. So, denn, mein Freund, du hast jetzt alle Möglichkeiten der Welt hier. Ich würde nach oben gehen. Den hier unten kriege ich schon down. Hilf mal dem... Geht wen da oben? Wie, wo, was? Mit deinem Feuerwesen. Der ist noch nicht dran. Ah. Ja, geht in die Giftwolke bitte rein. Was macht denn der? Giftheilung. Ah. Clever. Kritischer Treffer ist nicht gut. Aber 33 Schaden nur genommen. Du hast eine zu hohe Verteidigung momentan. Musst du gleich mal I drücken, würde mich interessieren, wie viel das jetzt ist. Bei plus 126, da absorbierst du bestimmt 200, 300 Schläge momentan. Also richtig geil. So, jetzt können wir einiges. Was, auf wen hast du gesagt? Also ich würde entweder auf den makellosen Priester, der näher gekommen ist, weil der wiederbeleben kann, oder auf den Bezauberer. Ja, am besten genau. Auf den Priester, ne? Priester. Den hier unten beim J-Han, den kümmere ich mich erst drum. Ist ja auch noch zwei Runden niedergeschlagen. Geblockt. Yeah. Ja, zur Zeit. Will es nicht beschreien. Unser Attentäter kämpft auch schön mit. Hervorragend. So. Sind genau 6. Dann mache ich lieber den weg. Und nochmal 2 normale drauf. Nächste Runde sollte er fallen. Ja. Hoffe ich. Denk schon. Doch, doch. So, ich habe eigentlich. Könnte ich gleich nochmal sowas? Auf dich da hinten. Dann kannst du dich ja selbst von mir entgiften oder was du immer da machst. Oh, das braucht jämmerlich natürlich Aktionspunkte. So. Warte mal. Wir könnten hier mal das probieren.
Verfehlt. Tausendfach verfehlt. Ja, da werde ich doch mal meinen Ritter, meinen Todesritter wieder auferstehen lassen. Der ist, glaube ich, effektiver hier. Also ich habe auch 2 oder 3 Schriftrollen mir gekauft gehabt, um irgendwas hoch zu beschwören. Also wenn es zu schwer der Kampf wird, dann würde ich auch die Schriftrollen anwenden. Noch geht's ja, ne? Nee, also dann hätten wir auf jeden Fall 2 Viecher dabei und dann wären wir schon zu 5. Wenn eine Verzauberung noch klappt, wären wir schon 6. Also für den Notfall habe ich die extra gekauft. Ah, er steht wieder. Das wird dir nichts helfen. Nein, keine Chance. Oh. Und selbst... Nein! Oh, nicht dubel. Ach, du bist ein Fee. Ah, schade. Denn ich wollte ja jetzt eigentlich mich nicht mit denen auseinandersetzen. Ich treffe die auch nicht mehr so gut, das ist echt doof. Angriffsfestigung fürs Mörsch wahrscheinlich, wenn den Gegner trifft. Grundwert 40 plus 108 durch Gewandtheit. Also ich muss demnächst wieder auf Gewandtheit gehen. Ich wollte ja weiter auf Schnelligkeit gehen, damit ich mehr Punkte habe, aber ich treffe nicht mehr so gut hier, merke ich. Werde ich wieder auf Gewandtheit gehen beim nächsten Mal, wenn ich steigern kann. Darf ich nochmal? Ja. Nein. Wäre ja zu schön gewesen. Ach, du hast ihn jetzt unten getötet, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ja, der ist durch, vor allen Dingen auch noch durch die Priesterin ist der Eispfeil durch. Ja, die müssen wir auf jeden Fall als nächstes nehmen, sonst kann es halt wiederbeleben. Ja, und die hat ja nicht mehr so viel. Ja, die wird es jetzt schon machen, ne? Ja, yep. So ist das. Ja, wird aber direkt wieder umfallen. Ja. Und hat eine Heilung noch bekommen. Schweinerei. Wie lange ist denn unser... Ah, noch 2 Runden. Unser Zauberter ist noch 2 Runden bei uns. Ich hoffe halt, dass er bis dahin ein bisschen verletzt worden ist. Ja, da werde ich nicht ganz hinkommen, aber ich werde da auf jeden Fall einen Giftpfeil hinmachen, weil das so viel auf einmal sind. Ja, ja, das reicht nicht. Deswegen muss ich fast näher, glaube ich. Doch, es hat geklappt. Schade, ich habe nicht mehr meinen Moment erwischt. Das wäre es natürlich nicht gewesen. Gehst du wirklich da jetzt querfeldein durch die Lava, wenn ich jetzt sage, einfach da hingehen? Bist du so doof? Ja, wahrscheinlich bist du so doof. Also, ja. Muss ich was anderes machen, oder? Komm, wir testen es. Du gehst wirklich da durch mit 2000 Verbrennungen. Ich krieg einen Affen, das gibt's doch nicht. Geh doch drumherum. Oh! Und wieso nehme ich 2000 Schaden da? Oh. Das ist so richtig Lava, also das ist nicht so. Ja, das konnte ich doch nicht ahnen. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich habe gedacht, jetzt kriege ich 50 Schaden bei jedem Schritt und... Oh. Ja, das ist nicht schön. Jetzt kriege ich die ganzen Erfahrungspunkte nicht. Ich hänge sowieso schon Tausende hinterher, 30.000, 40.000. Oh Mann. Natürlich blöd. Frustrierend, ja. Warum teste ich das auch? Ich bin ein Dämmel. Der Todesritter. Ich habe mal einen aufgehoben, aber... Ach so, halt, warte. Wir müssen trotzdem... Ich will kein Risiko eingehen. Darf ich noch einmal? Ja, ich hätte auch einen taktischen Rückzug machen können. Der kostet auch nur 4 Punkte. Ich hatte noch 4. Ach, scheiße. Also, falls du 10 Punkte übrig hast, wäre ich ja, dir ja, dankbar. Ich spare schon. Aber ich glaube, eine fehlt mir. Oder? 8, 9, ich glaube. Das ist echt übel. Ich glaube, eine fehlt mir. Wiederbelebungssachen. Da. 10 Aktionspunkte, das ist echt mies. Ja. Unverlangsamt, super. Also,
du siehst. Ja, wie viel haben die jetzt gefehlt? Wie viel hast du noch? Ich hätte eigentlich, glaube ich, 9 gehabt, aber ich muss mal schauen. So. Weil wenn du eine Runde mal nicht zauberst, könntest du mich wieder reinbringen. Ja, ich bin aber zur Zeit verlangsamt, ich habe keine Ahnung. Okay. Ich schau erstmal, wenn ich wieder dran bin. Verkrüppelt. Vor allen Dingen ist alles gar nicht so einfach hier. Okay, der untote Schwertkämpfer kämpft jetzt auf deren Seite. Die haben den verzaubert. Nee, schau mal hin, ich habe nur 4, 5, 6, 7 Punkte. Ja, es tut mir leid, wenn der Kampf jetzt nicht klappen sollte. Aber das sind sehr viele sehr schwach. Du könntest es trotzdem noch schaffen. Aber wird schwierig, weil jetzt auch das Skelett gegen dich kämpft. Weil es verzaubert worden ist. Sorry. Scheiße. Hey, nicht schlecht. Brennt zwar auch, aber einer weniger. Wenn du noch einen Teleport gleich machen kannst, kannst du einen wegseppen. Dann würde ich empfehlen, dass du ihn in die Lava reinseppst. Wenn die 2000 Schaden macht, sind die direkt tot. Das ist wohl wahr. Ja, das ist blöd hier. Ich hätte dich natürlich gerne wieder überlebt, aber... Ja, geht. Verlangsamt maximal AP minus 4, ne? Das ist. Wenn du eine Beschleunigung auf dich zauberst, ist die Verlangsamung wieder weg. Ach ja, das stimmt. Aber ist die Frage, ob sich... Aber zurzeit stehe ich ein bisschen ungünstig. Ach, warte mal, ich kann ja was anderes machen. Ich kann ja wieder so einen Todesritter beschwören und dann ist er wieder auf meiner Seite. Okay. Das so, verschwindet dann der andere? Ja. Ja, also theoretisch schon. Wenn es geht. Sei denn das Spiel will das wieder, meine ich. Ja. Hab ich einen Nahkampf hier machen? Boah, so. 5000. Mir geht wieder so viel flöten. Scheiße. Sind dabei 1, 2, 3, 4, 5. Zwei Gegner hast du wieder getötet. 7 sind also etwa 35.000, 40.000 Erfahrungspunkte, die mir fehlen. Ach, jetzt geht's plötzlich, da ich 2 habe. Ja, ich seh's gerade. Ah, voll krass. Jetzt geht's. Wo ist den ich niedergeschlagen habe? Der ist keiner mehr niedergeschlagen. Jetzt wäre interessant, was passiert, wenn die Verzauberung weg ist, die 2 Runden, ob du auf einmal 2 bedienen musst. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, seltsam. Ja, also, heute haben wir echt schon auch das mit dem Tenorium im Video davor schon einige Fehler wieder entdeckt. Ja. Zack, und wieder nach oben. Wieder runter. Wieder so, hoch. Ja, du hast recht. Eigentlich müsste ich Schnelligkeit auf mich. Aber jetzt ist nur noch eins. Nur noch eins ist verlangsamt. Nur noch eine. Wenn ich jetzt für nächsten Mal natürlich aufsparen würde, dann das könnte ich... Das wäre nicht schlecht, weil du auch keine Verlangsamung ist nächste Runde weg, weißt du? Mhm. Genau. Das lohnt sich nicht für einen, wo eben noch 3 war, da hätte es was gebracht. Aber jetzt wegen einer Runde würde ich es nicht einsetzen. Das ist nächste Runde sowieso weg. Genau. Oh, zweimal hat er also verfehlen. Ne? Das machen sie gerne hier. Was mich total nervt, ist, dass wenn ich ranzoome, dass er alleine nach oben wieder sich zappt. Sobald irgendwo was passiert. So, ich mache nur Luftwertung, damit ich ein bisschen geschützt bin und dann gut. So, ja, das ist blöd. Das ist echt gut. Sag mal, hier oben geht ja noch gar nichts bei meinem Freund hier. Zweimal verfehlt. Wie hoch ist die Prozentzahl da? Steht es dran? Keine Ahnung. Nee, siehst du. Na gut, dass der blockt.
Boah, das dauert ja noch ewig, bis mein Wunden heilen wieder. So, jetzt müsste ich eigentlich... Okay, ach nee, halt. Ist verschwunden, weil die Verzauberung weg war. Das war's. Interessant ist, glaube ich, dass der andere verschwunden ist, der zweite und nicht der erste. Gott sei Dank. Mit der Verzauberung, oder? Ja, ja, der mit der Verzauberung ist verschwunden. Ja, das war ja. Ich glaube, der andere ist verschwunden. Nee, nee. Nee, das denkt, das hast du nur gedacht. Der ist jetzt okay. Nur rüber. So, dann hole ich mir mal. Benutzen. Und wo bist denn du? Ach, da liegt dein. Hier hinten! Ich sonne mich hier etwas. Sepp mich erst nach vorne, wenn du kannst. Ach so, nee, ging dann. Okay, egal. Ich hab dich mal aus der Schuss bauen. So, ne, mehr kann ich ja nicht. Wahrscheinlich kommt die Meisterschützin, die da ein Stück von dir entfernt steht, da. Die wird sie wahrscheinlich jetzt gleich auf mich draufballern und mich direkt wieder tot. Das ist schon komm. Das wäre blöd. Hat ein Chaos. Also. Das finde ich aber auch doof, dass das Dreck, dass ich mir nicht so einen Weg machen kann, weißt du? So wie bei UFO oder sowas. Also XCOM und so, dass ich dann sagen kann, dahin, so Jack the Lines-artig. Ja. Und ich kann einfach nur irgendwo hinklicken, dann soll er meinetwegen drumherum gehen. Die KI ja, doch, macht er doch. Bei mir hat das nicht gemacht, der ist querfeld einen durchgegangen durch die ganze Lava. Nee, du kannst den doch ganz langsam drumherum boxieren. Ja, das hätte ich machen können. Hätte ich mal besser tun sollen. Das war ja das, was ich ausprobieren wollte, ob er das von alleine macht oder ob er dann. Und das hat er ja nicht getan. Deshalb einen durch. Ich weiß gar nicht, ob du mit der Shift-Taste auch Wegpunkte setzen kannst, glaube ich aber nicht. Ich wüsste es nicht. So, weiter geht's. Zeit ist rum. Ich könnte schießen, aber ich glaube, ich tue mich eher heilen. So, bist du wieder da. Oh, supi. Ja. Nimm mal hier. Der lohnt sich kaum, ne? Muss ich die großen nehmen. Ja, die großen sind. Ja, keine Punkte mehr übrig. Kostet zu viel. So, jetzt werde ich mal was anderes machen, mein Freund. Ich habe ja noch. Ist ja nett, ne? Dass wir hier gar keine Freude hätten. Ich kann dir noch. Krawumm, 6000. Ja, ich habe Erfahrungspunkte bekommen. Ein Wunder ist geschehen. Siehst? Ich habe es extra so lange aufgehoben. Ja, jetzt brauche ich auch nur noch 130.000 bis zur nächsten Stufe. Stufe 16. Wie viel brauchst du? Noch genug. Ja, 131.000. Und dann bist du die verfehlen. Ach ja, jetzt sehe ich, du hast recht. 42%. Ja, das ist ziemlich niedrig. Du musst mal gucken, was den Wert erhöht bei dir. Du gehst, wenn du I drückst bei deinem Charakter und dann guckst du bei Angriff in der mittleren Spalte. Da steht dann Grundwert, bei mir ist es 40 und dann siehst du, durch was das erhöht ist, durch welches Talent. Durch Stärke. Ah, okay, also je mehr Stärke, desto besser wirst du mit dieser Waffe. Aber ich hab da schon jede Menge Stärke. Ja, nichtsdestotrotz, wir schlagen uns noch wacker. So, ich gehe jetzt mal was näher. So, wenn ich jetzt da links dieses Lava-Brocken berührt hätte und gestorben wäre. Oh ja, wahrscheinlich. Oh. Dann wäre ich, glaube ich, durchgedreht. Obwohl, ich glaube, der ist nett. Das ist was anderes. Das ist von meinem Feuerelement her. Der zerbröselt ist. Na, jetzt aber.
Na. Warte, ich hab wieder sowas für dich. Ach, da ist noch einer, den hab ich gar nicht gesehen. Ja, ist diesmal aber leider nicht hingefallen. Ach, trifft doch halt. Na, 42% ist natürlich auch. Irgendwo ist ein unsichtbarer. Du das? Nee. Irgendwo ist ein unsichtbarer Schütze noch. Wo ist der denn? Aua. Ah, irgendwo da. Alles klar. Hör auf! Wie oft denn noch? Ja, das ist ein Problem jetzt. Du bist ziemlich geschwächt. Wie viel hat denn der Schütze noch? Volle Kanne. Der ist komplett voll und der andere... Trifft der andere dich auch? Nicht anzunehmen. Okay, ich werde den erstmal umwerfen hier. Ah, wollt ihr mich hier verarschen? Wirf den um. Ah, ich krieg zu viel. Zwei Feinde. Einen wiedergewonnen zum Glück, aber trotzdem. Die Punkte waren natürlich voll verschwendet. In Lava konnte man den nicht reinwerfen, ne? Habe ich jetzt nicht probiert. Das wäre natürlich... Ich kann mir es nicht vorstellen, aber wäre natürlich was gewesen. Das wäre super. Oh, jetzt gehen sie natürlich auf dich. Na, schon die ganze Zeit. Ach, der... Achso, ich habe gedacht, der macht jetzt seinen Sprung. Vergiftung. Nein! Ach, Schande. Ach, der kann... Ich habe gedacht, der kann von der Händen nicht. Oh, irgendwas absorbiert. Na gut. Dann ist jeder von uns mal down gegangen. Ja, was mache ich denn jetzt da? Wahrscheinlich jetzt mit keinem Boden gefahren. Das ist die Leben und dann kriegen Wahrscheinlichkeit. Würde ich euch gerne leben. Fehlgeschlagen. Toll. 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 Sagt ihr schon toll. Der sieht überhaupt noch was. Nee, nicht mehr so gut, wie es aussieht. Das ist schon mal super, wenn die beide nicht mehr treffen. Nee, beschreien. Der hat mich schon... Oder Cheyenne zumindest. Leider ins Jenseits befördert. Was macht denn jetzt? Verlangsamung wollte er auf mich tun. Im Sack. So... Da ich den nicht niederwerfen konnte, müssen wir andere Sachen machen. Hier, wie wär's mit ein bisschen Gift? Sehr gut. Und ihr sterbt beide an Vergiftung, aber leider nicht früh genug. So, wiederbeleben kannst du mich nicht noch. So von letzten Gegner da oben. Nee. Ich muss irgendwas gegen die tun, die töten mich sonst, weißt du. Das Problem ist, ich treffe die auch nicht. Also, nee, die sterben noch nicht. Naja, die werden nicht sterben, das ist das. Also ich könnte versuchen... Nimm lieber noch einen Heiltrank. Ja, ich könnte versuchen... Also eigentlich müsste ich... Ja, ich nehme jetzt einen Heiltrank und versuche zu überleben. Und dann dürfte ich dich nächste Runde heilen können. Aber das Problem ist, ich
weiß nicht, ob ich danach die Runde noch überlebe. Ich lasse jetzt 2 Punkte übrig, dann dürfte ich auf 10 kommen. Problem ist, dann greifen die mich jetzt an und danach wieder. Ich weiß nicht, ob ich... Muss mal schauen. Verdammt! Hätte ja klappen können. Also der untere könnte an der Vergiftung vielleicht sterben. Das wäre ja schon mal was. Nö. Die heilen sich einfach vor Vergiftung. Scheiße, ich hätte... Ich muss da irgendwas gegen machen, die töten mich sonst. Ja, da hinten, der ist irgendwie... Der ist der Schlimmere. Von beiden. Ja, das ist doof. Ich, das macht er noch. Ich habe jetzt wahrscheinlich 10 Punkte. Das Problem ja, ist... Ja, ich weiß. Ja, einer ist gestorben. Ich verstehe die Problematik. Ich habe 175. Weitere Runden überlebe ich nicht. Ich muss ihn töten. Ja, wenn man wüsste, dass du, wenn du mich belebst, dass ich dich dann heilen kann, ne? Ja, eben, das ist das. Ja, wahrscheinlich sind die aber dann wieder dran und dann war's das. Das weiß ich ja immer. Die Erfahrungspunkte nehmen wir aber noch mit. Okay, Hauptsache, der schießt nicht auf mich drauf. Mit 175 bin ich dann wahrscheinlich direkt tot. Nee. Er hat auf mich hier. So, kannst du jetzt? Ja, ich müsste können. Jetzt bin ich mal gespannt. Kommen wir vor... Wo soll ich dich hinseppen? Ist egal. Hauptsache nicht in die Lava. Du bist direkt als Nächster dran. Die Frage ist, wärst du das eben auch? Ja, genau. Weil das dann ist... hätte ich dich nämlich wiederbeleben können. Du hättest mich heilen können. Genau. Das wäre... Scheiße. Danke. Ist noch nicht, kann er mich zweimal heilen? Ich hätte er mich noch heilen können. So, gut, aber egal. Dann machen wir dem jetzt hier ein Ende. Bam. Was ein Kampf und wir machen auch direkt hier mal einen Schluss. Wir sammeln ciao, ciao. Den Rest ohne euch ein. Tschüsschen.